Willkommen zurück zu Minecraft Bedrock Redstone Tutorial. Heute schauen wir uns die Signalempfänger an, und zwar den ersten von drei Teilen. In dieser Gruppe überspringen wir die drei erstmal. Ja, die kommen erst am Ende dran, die sind nicht besonders kompliziert. Stattdessen schauen wir uns die fünf hier an, und zwar Spender, Werfer, Trichter, Kolben und Klebrierkolben. Das sind so die interessantesten Signalempfänger, die es dort gibt. Mit denen macht man in den allermeisten Fällen etwas. Natürlich die Redstone-Lampe, aber die kommt noch ein bisschen später dran. Also, schauen wir uns die fünf erstmal an und los geht's. Schauen wir uns Spender und Werfer an. Das sind Signalempfänger. Und hier haben wir das Rezept dazu. Die Spender, wie ich sie nenne und wie sie in der Java Edition genannt werden, werden folgendermaßen hergestellt. Wir benötigen 7 Bruchsteine in so einem hohen Bogen und unten in der Mitte ein Redstone-Staub. Der Werfer wird praktisch genauso hergestellt, nur dass wir in der Mitte noch einen weiteren Bogen benötigen. Damit ist der Werfer deutlich teurer. Ich nenne den hier Spender, wie in der Java Edition, und das liegt daran, dass der Spender freundlich aussieht, er lächelt, ja, und ist dadurch so freundlich und spendet etwas. Der Werfer ist erschrocken oder wütend und wirft die Sache. Ja? Hat sich entweder so erschrocken, dass er sie einfach wegwirft, oder ist so wütend, dass er nach uns wirft. Ja? Dementsprechend, das ist Werfer und das ist Spender. Der Spender, der kann in 6 verschiedene Richtungen platziert werden. Wenn man den quasi in die 4 Himmelsrichtungen platziert, dann sieht er so aus, mit diesem lächelnden Froschgesicht. Wenn er nach oben oder nach unten schaut, dann hat er eine rechteckige Öffnung. Der Werfer ist halt ein erschrockenes Froschgesicht und wenn man es nach oben oder nach unten platziert, dann ist die Öffnung rund. Beide haben eine Verzögerung von 2 Redstone-Ticks, das heißt zwischen 2 unterschiedlichen Signalen müssen mindestens 2 Redstone-Ticks liegen, damit 2 Gegenstände ausgegeben werden bzw. verwendet werden. Ja, wozu benutzt man die? Ich habe das ja eben schon gesagt. Wenn man hier einmal den Spender öffnet, dann seht ihr, da ist ein Schwert und eine Axt drin. Nämlich wenn 2 verschiedene Gegenstände in einem Werfer oder Spender drin sind, dann wird zwischen den beiden zufällig ausgewählt. Und in dem Fall ist es gerade ein Schwert. Wenn wir das mal hier wieder reinpacken, haben wir jedes Mal eine 50%ige Chance, eine Axt daraus zu bekommen. Und mal schauen, ob wir hier noch Glück haben. Ja, da haben wir gerade die Axt rausbekommen. Ist halt eben zufällig, wenn ihr halt 9 Gegenstände drin habt, da habt ihr eine 1:9 Chance, eines dieser Gegenstände herauszubekommen. Bei den meisten Gegenständen funktioniert der Werfer genauso wie der Spender. Es gibt allerdings einige Ausnahmen, und zwar so viele, dass ich hierüber ein ganzes Buch geschrieben habe. Ja, also es sind auf jeden Fall eine ganze Menge. In dieser Kiste hier habe ich einige Sachen reingemacht, damit ihr das Ganze mal ausprobieren könnt. Und dann gehen wir hier mal durch die Liste durch. Wir haben als erstes die Rüstung, das wird dem Spieler oder Mob angelegt, wenn möglich. Es ist halt, hängt halt eben davon ab, dass die Entität ein Rüstungsinventar hat, so wie wir Spieler halt 4 Rüstungsslots haben, wo wir dann eben die unterschiedlichen Gegenstände reinlegen können. Wenn die Entität, zum Beispiel ein Zombie oder ein Skelett, auch ein Rüstungsinventar hat, dann wird es denen angelegt. Pferderüstung funktioniert ganz genauso eben dann bei Pferden, wenn sie nicht bereits eine Rüstung angelegt haben, dann wird das da eben hineingepackt. Sattel wird dem Pferd, Esel, Maultier, Schwein oder Kamel aufgesetzt. Beim Lama wäre es dann der Teppich. Das funktioniert dann quasi äquivalent. Die Kiste kann dem Esel, Maultier oder Lama angelegt werden. Pfeil, Feuerkugel, Feuerwerk oder Dreizack wird geschossen. Dreizack dabei ist ein bisschen merkwürdig. Zumindest momentan ist es so, dass der Dreizack auf der Java Edition nur als Gegenstand ausgegeben wird und nicht abgeschossen wird. Ist ein bisschen merkwürdig. Erfahrungsfläschchen, Eier, Schneebälle, Wurftränke und Verweiltränke werden ausgeworfen. TNT wird gezündet, ein Boot wird platziert, wenn davor Wasser ist. Das ist so in Klammern. Ich habe es auch ohne Wasser hinbekommen. Ich weiß nicht genau, warum das so im Wikipedia drinne steht. Die Lore wird platziert, wenn davor eine Schiene ist. Knochenmehl wird auf dem Block davor angewendet, wenn möglich. Heißt, wenn wir zum Beispiel Weizen davor haben, dann wächst das Weizen schneller. Oder wenn wir normales Gras haben, dann wird es ein hohes Gras. Und das funktioniert dann mit fast allen Pflanzen,
die man davor platzieren kann. Feuerzeug platziert ein Feuer, wenn da drunter ein Block ist. Das heißt, wenn hier direkt ein Block platziert wird, dann kann der Werfer ein Feuerzeug darauf anwenden und im Grunde einen Feuerblock platzieren. Köpfe werden dem Spieler oder einem anderen Mob aufgesetzt. Ist genauso wieder, man benötigt ein Rüstungsinventar, damit das klappt. Und eine weitere Sache ist, es kann ein Wither-Skelett-Kopf platziert werden, wenn dadurch ein Wither entsteht. Und beim geschnitzten oder normalen Kürbis kann er platziert werden, wenn dadurch ein Golem entsteht. Ja? Also das funktioniert auf jeden Fall auch. Eimer, leere Eimer sammeln Flüssigkeitsquellen oder eben den Pulverschnee auf. Volle Eimer platzieren die Flüssigkeit oder den Pulverschnee. Je nachdem, was dann eben da drin ist, wird es platziert. Wenn da Fische drin sind im Eimer oder Axolotls, dann werden die auch mit platziert. Glasflaschen sammeln das Wasser vom Quellblock auf oder Honig vom Bienenstock. Die Wasserflasche wandelt Erde, grobe Erde oder wurzeldurchzogene Erde in Schlamm um. Schalkerkiste wird platziert. Monstai lässt die Entität, den Mob, erscheinen. Schere schert ein Schaf, Schneegolem oder eine Pilzkuh. Glowstone lädt den Respawn-Anker auf. Honigwabe wird auf davorstehende Kupferblöcke angewendet. Und damit hätten wir auch die Funktion vom Werfer abgeschlossen und kommen wir wieder zurück zum Spender. Der kann nicht nur Gegenstände ausgeben, sondern auch weitergeben an die anderen Inventarbehälterblöcke bzw. Entitäten, die halt ein Inventar haben, wie die da. Und da schauen wir uns jetzt mal hier die unterschiedlichen Funktionen an. Und zwar haben wir hier zunächst mal Kiste, Redstone-Truhe, also Truhe, Redstone-Truhe und Fass. Die werden einfach von allen möglichen Seiten beladen. Wenn noch Platz im Inventar ist, wird der Gegenstand da reingelegt. Dann haben wir hier Kistentruhe, Kistenlore, Trichterlore. Die werden auch einfach befüllt, solange noch Platz in ihnen ist. Auch genauso hier mit Spender und Werfern. Wenn man das dann in Ketten macht, kann man die Gegenstände relativ schnell durch die Gegend transferieren lassen. In den meisten Fällen wären Trichter besser dafür geeignet oder noch besser macht das einfach mit Wasser, denn Trichter benötigen sehr viel Eisen. Da haben wir die Öfen, die werden von oben mit der Eingabe befüllt, also das, was ihr braten, schmelzen oder kochen wollt, das kommt oben rein. Wenn ihr es von der Seite beladet, dann wird es als Brennstoff genutzt, also das, was eben verbrannt wird, um zu braten, zu schmelzen, zu backen. Hier haben wir den Brauchstand. Wenn er von oben beladen wird, wird es als Zutat verwendet für den jeweiligen Trank, den ihr haben wollt. Von der Seite oder von unten wird Lohnstaub oder Wasserflaschen hinzugefügt. Das sind dann eben die restlichen vier Felder außenrum. Und wenn dann eben Platz drin ist, kann ein Gegenstand hineingelegt werden. Trichter wird ganz normal beladen, genauso wie die Schalkerkiste. Hier haben wir dann den Kompost oder auch Kompostierer. Der kann nur von oben beladen werden und zwar mit pflanzlichen Gegenständen, wie zum Beispiel Gras oder Samen, Kuchen, was auch immer. Alles, was ihr per Hand quasi da reinpacken könnt, kann auch per Spender da reingegeben werden. Dann haben wir einen Plattenspieler, der kann mit Schallplatten beladen werden. Wenn noch eine Schallplatte drin ist, passiert nichts. Das gemeißelte Bücherregal, das wird von oben links zuerst befüllt, geht dann die Reihe nach rechts, dann die zweite Reihe von links nach rechts. Und so könnt ihr dann ein gemeißeltes Bücherregal auffüllen. Dekorierter Topf kann mit Gegenständen befüllt werden, wenn entweder noch kein Gegenstand drin ist oder bereits ein vorhandener Gegenstand auch im Spender drin ist, so wie ich gerade hier einen Spender da reingelegt habe, aus Versehen. Hier haben wir den Werker, auch Autocrafter genannt. Der hat dann halt eben auch 9 Inventarslots, wo Gegenstände hineingelegt werden können. Und das wäre so ziemlich alles, was man hier über Spender und Werfer wissen muss. Schauen wir uns den Trichter an, einer der Signalempfänger. Und hier haben wir das Rezept dazu. Wir benötigen 5x Eisen in so einer V- oder U-Formation und in der Mitte eine Truhe. Dann erhalten wir einen Trichter. Den kann man in 5 unterschiedliche Richtungen platzieren. Entweder auf der Oberseite eines Blocks, dann zeigt er ganz normal nach unten, oder an der Seite von einem Block, dann zeigt er in die jeweilige Himmelsrichtung. Der hat insgesamt 3 unterschiedliche Funktionen. Er kann zunächst mal Gegenstände in Behälterblöcke hineingeben, und zwar mit einer Geschwindigkeit von 4, mit einer Verzögerung von 4 Redstone-Ticks. Das heißt, wenn wir hier
die Schneebälle einmal rausnehmen und hier oben reinlegen. Dann werden alle 0,4 Sekunden etwa ein Gegenstand nach unten weitergeleitet. Beziehungsweise kann man es auch umrechnen und sagen 2,5 Gegenstände pro Sekunde. Das funktioniert natürlich auch andersrum. Und zwar können hier mit einer Verzögerung von 4 Redstone Ticks Gegenstände aus einem Behälterblock entnommen werden. Auch hier wieder mit Schneebällen. Und auch hier wieder alle 0,4 Sekunden wird ein Gegenstand weitergeleitet. Eine Ausnahme dazu ist das Aufsammeln von Gegenständen. Und zwar, da ist es so, solange ein Platz im Inventar ist, wird das sofort aufgenommen. Das heißt, passt gut auf und die sind weg. Ja, also man hat es quasi gar nicht gesehen. Man hat sie nur extrem kurz gesehen, so rum. Und die wurden direkt aufgesammelt, sobald sie hier drüber waren. Der Trichter kann allerdings nur Gegenstände aufnehmen, wenn sie tatsächlich in diesem Block hier drin sind. Das heißt, bei diesem soliden Block können keine Gegenstände aufgenommen werden. Wenn wir das hier einmal drauflegen, dann liegen die einfach nur da drauf und es passiert absolut gar nichts. Und ich kann das gerade schlecht zeigen, weil ich mich ein bisschen doof anstelle. Ja, okay. Sie wurden auf jeden Fall nicht aufgenommen. Sie liegen jetzt hier auf dem Boden. Und dementsprechend funktioniert das nicht. Ihr braucht dann eben einen Block darüber, der kein voller Block ist. Beispielsweise Seelensand. Es sieht aus wie ein voller Block, ist es aber nicht. Man sinkt ja so um einen Pixel darin ein. Und dementsprechend kann man auch hier die Gegenstände drauflegen. Und sie werden auch hierdurch eingesammelt. Mal wieder, wenn ich mich nicht allzu doof anstellen würde und das tatsächlich da raufwerfen würde, dann werden ja auch die direkt eingesammelt. Da könnt ihr auch Stufen nehmen oder Teppiche oder so. Es muss halt kleiner als ein ganzer Block sein. Jetzt zur eigentlichen Redzone-Funktion. Bisher hatten wir ja nicht besonders viel mit Redzone zu schaffen. Und zwar hat er eine Funktion, indem wir den hier aktivieren. Der Block dahinter wird ja stark energetisch durch den Hebel. Und dann wird dieser Trichter aktiviert. Und in dem Fall wird er tatsächlich deaktiviert, denn seine Funktionen werden eingeschränkt. Wenn wir hier zum Beispiel jetzt Gegenstände oben reinlegen, seht ihr, es passiert absolut gar nichts. Die werden nicht rausgesaugt. Und auch wenn wir das hier mal kurz umschalten, dann kann er auch keine weiteren Gegenstände weitergeben. Das heißt, selbst wenn da oben ein Schneeball drin ist, der wird nicht an die untere Truhe eingegeben, weil der eben halt deaktiviert wird. Genauso funktioniert das auch mit dem Aufsammeln von Gegenständen. Der tut das einfach nicht, solange er ein Redstone-Signal erhält. Hier haben wir eine sogenannte Trichterreihe oder auch Trichterkette. Das sind dann halt mehrere Trichter, die aneinander gesetzt werden. Und auch hier haben wir wieder Schneebälle. Wenn wir hier die Schneebälle reinlegen und den mittleren Trichter deaktivieren, dann laufen die Gegenstände dennoch von hier nach hier rein. Denn dieser Trichter, der kann seine Funktion nochmal ausführen und die Gegenstände hierhin weitergeben. Dementsprechend stauen sich dann hier die meisten Schneebälle an. Und sobald wir das Signal hier wieder freigeben, können auch die restlichen Gegenstände rübergeleitet werden. Wir haben eine vertikale Trichterkette, die ist tatsächlich ein bisschen anders, da hier das einzelne Deaktivieren eines Trichters nicht funktioniert. Wenn wir hier die Gegenstände rausnehmen, die Schneebälle, dann seht ihr, die werden hier auf jeden Fall rausgenommen und die landen hier unten auf jeden Fall drin. Das liegt daran, dieser Trichter kann trotzdem noch Gegenstände hineinlegen und dieser Trichter kann immer noch Gegenstände herausnehmen. Ja? Also dieser Trichter wird einfach übersprungen, der hat tatsächlich gar keine Funktion und in dem Fall müsstet ihr dann zwei Trichter deaktivieren, um eine vertikale Trichterkette aufzuhalten. Jetzt haben wir viel über Behälterblöcke gesprochen, das hatten wir auch bei den Spendern und Werfern schon, aber hier sind tatsächlich noch ein paar Unterschiede hinzugekommen und die schauen wir uns einfach mal an. Als erstes haben wir hier die Standardbehälterblöcke, also Truhe, Redstone-Truhe und Fass. Wenn die von oben oder von der Seite angebaut werden, dann werden sie befüllt. Also hier ganz normal das Inventar von oben links nach unten rechts befüllt. Und wenn man den Trichter darunter platziert, werden Gegenstände herausgenommen. Das ist dann eben der Ausgang. Genauso funktioniert das hier auch mit dem Kistenboot, mit der Trichterlore und mit dem Kistenlore. Genau. Spender und Werfer funktionieren ganz genauso. Die werden von oben oder von der Seite befüllt und von unten entleert. Öfen, relativ ähnlich zu
dem, wie die Spender funktionieren. Von oben kommt die Eingabe rein. Das, was ihr schmelzen, braten, brennen wollt, kommt oben rein. Und das wird dann eben verarbeitet. Wenn ihr es von der Seite hineingibt, dann wird es ein Brennstoff. Das wird dann ins untere linke Feld eingegeben und im Notfall dann eben verbrannt, um weiter Sachen herzustellen. Wenn man unten drunter einen Trichter platziert, dann wird die Ausgabe hinausgenommen. Also das Ergebnis, was ihr habt, wird dann automatisch herausgezogen. Hier haben wir den Brauchstand. Von oben oder von der Seite werden die Zutaten hineingegeben, daraus, woraus ihr halt den Trank machen wollt. Von der Seite Lohn, Staub oder Flaschen. Wenn halt eben Platz ist, dann wird das automatisch befüllt. Von unten wird dann die Ausgabe herausgenommen, aber passt auf, auch einfache Wasserflaschen, ja, gefüllte Wasserflaschen können herausgezogen werden. Das heißt, da müsst ihr den Trichter deaktivieren, solange der Brauchstand beim Brauen ist. Trichter haben wir ja eben schon gesehen, das wird einfach von oben oder von der Seite befüllt und von unten kann er die Gegenstände herausziehen. Und beim Schalker funktioniert es genauso wie bei den Kisten. Von oben können pflanzliche Gegenstände in den Kompost hineingegeben werden, also Weizen, Gras, Kuchen, Blätter, ähnliches. Und von unten kann das fertige Knochenmehl herausgezogen werden, wenn der Kompost denn bereit dazu ist. Da haben wir den Plattenspieler, von oben oder von der Seite wird er mit Schallplatten befüllt und von unten können dann die Schallplatten wieder herausgezogen werden. Beim gemeißelten Bücherregal werden von oben oder von der Seite die Bücher hineingelegt. Da beginnen wir in der oberen Reihe von links nach rechts und danach in der unteren Reihe von links nach rechts. Wenn man das darunter platziert, dann wird auch wieder von oben von links nach rechts bzw. von unten links nach rechts die Bücher wieder herausgeholt. Der dekorierte Topf funktioniert im Grunde genauso wie Kisten und Fässer. Von oben oder von der Seite können die befüllt werden. Von unten werden dann die Gegenstände wieder herausgenommen. Der Werker funktioniert genauso. Ja? Solange Platz ist, werden die dann einfach befüllt. Wir haben jetzt hier noch ein paar spezielle Nutzen für die Entitäten hier. Also die Kistentruhe, Trichterlore und an sich auch die Kistenlore. Und zwar haben wir hier Gegenstandsteiler. Ja, hier habe ich zum Beispiel einen 1:2 Teiler, ein Trichter hier oben und zwei Trichter unten. Wenn wir hier mal auf den Trichter schauen, da haben wir 16 Gegenstände drin. Das legen wir hier oben einmal rein. Das wird relativ schnell herausgesaugt. Ja. Gleichzeitig wird ein Gegenstand hineingelegt in den Trichter, in die Trichterlore. Aber die Trichterlore kann natürlich auch gleichzeitig aus dem Trichter darüber heraussaugen. Und in dem Fall sind halt zwei Trichter darunter. Und dort werden die Gegenstände halt eben aufgeteilt. Das funktioniert nochmal genauso mit einem vierfachen Teiler. Dabei müsst ihr darauf achten, dass die Trichterlore primär unter diesem Trichter hier steht. Ansonsten wird die nicht richtig beladen. Und wenn wir hier die Gegenstände nehmen, ich meine 16 geteilt durch 4 ist relativ logisch, ist 4. Und damit können wir in jeden dieser Trichter 4 Gegenstände hineinpacken. Und eine weitere Sache wäre hier ein Kistenboot. Das wären eigentlich maximal 9. Unten in der Mitte komme ich aber nicht ran, deshalb habe ich da keinen Trichter hingepackt. Daher teilen wir das hier nochmal in 8. Und wenn ich mich mal hier kurz hinstelle, dann kann ich das einmal öffnen und hineinlegen. Und ihr seht, die sind extrem schnell weg. 16 geteilt durch 8 sind 2. Dementsprechend ist in jedem Trichter hier 2 Schneebälle drin. Hier müsst ihr dabei darauf achten, die Gegenstände müssen vorher schon in der Kistenlore drin, im Kistenboot drin sein. Das heißt, solange das Kistenboot befüllt wird, müsst ihr hier alle Trichter deaktivieren. Ansonsten funktioniert das einfach nicht. Und das wäre so ziemlich alles, was man hier über den Trichter wissen muss. Schauen wir uns die Kolben an. Und zwar sind das natürlich Signalempfänger. Hier haben wir das Rezept für den normalen Kolben. Wir benötigen 3 Holzbretter auf der oberen Ebene. Die können natürlich einer der 11 Holzvariationen sein. Ist vollkommen egal. Auf der linken Seite benötigen wir 2 Bruchsteine. Auf der rechten Seite benötigen wir auch 2 Bruchsteine. In der Mitte ein Eisenbarren und unten in der Mitte ein Redstone-Staub. Dann erhalten wir hier den Kolben. Den können wir dann mit einem Schleimball verbinden und erhalten einen klebrigen Kolben. So sehen die aus, die können in alle 6 Richtungen platziert werden und drehen dann sich jeweils in die Richtung. Wenn ihr die platziert, dann schauen sie immer zu euch. Das heißt, wenn ihr den genauso platzieren wollt wie hier, dann müsst ihr euch hier hinstellen und auf dem Block darunter platzieren. Dann zeigt er zu euch. Wenn er nach oben zeigen soll, müsst ihr euch darüber stellen und platzieren. Dann kriegt er auch diesen Kolben hin
und da müsst ihr euch natürlich darunter stellen. Kolben haben eine Verzögerung, beziehungsweise sogar zwei Verzögerungen. Ist ein bisschen schwierig, ich hoffe, ich kann es recht gut erklären. Sie haben eine sogenannte Startverzögerung und eine sogenannte Schiebe- bzw. Ziehverzögerung. Ja? Also bevor Sie überhaupt anfangen, irgendwas zu machen, gibt es eine bestimmte Verzögerung, die nennt man Startverzögerung. Und in der Bedrock Edition beträgt die immer einen Redzone Tick. Ja? In diesem einen Redzone Tick wird berechnet, wird nachgeschaut, ob dieser Kolben sich überhaupt ausfahren kann bzw. einziehen kann. Auf der Java Edition beträgt das entweder 0 oder 0,5 Redzone Ticks. Ist immer ein bisschen unterschiedlich, ja. Manchmal sind es 0, manchmal sind es 0,5 Redzone Ticks. Es wären auch übrigens ein Game Tick. Das heißt, dort funktioniert das deutlich schneller, ist aber nicht immer ganz konsistent, ja. Und dann gibt es die quasi Verschiebeverzögerung und die beträgt einen Redzone Tick, ja. Das heißt, wenn dieser Kolben jetzt anfängt, den Block hier direkt, wo ich stehe, zu verschieben, dann benötigt das einen Redzone Tick, bis der Kolben komplett ausgefahren ist und der Block einen Block weiter hinten wieder platziert wird. Das ist insofern wichtig, stellt euch mal vor, wir haben hier einen Redzone-Block und daneben einen Redzone-Staub. Sobald diese ein Redzone-Tick auf der Bedrock Edition oder 0 bis 1 Game-Tick auf der Java Edition vorbei sind, beginnt der Kolben sich auszufahren. In dem Moment gibt der Redzone-Block kein Redzone-Signal mehr aus und erst nach einem Redzone-Tick und einem Block weiter kann der Block wieder den Redzone-Signal ausgeben. Bedeutet, für diesen einen Redzone-Tick, wo der Block tatsächlich verschoben wird, kann er kein Signal ausgeben. Davor, während dieser Startverzögerung, wird immer noch ein Redzone-Signal ausgegeben. Ist sehr kompliziert, aber im Grunde auf der Bedrock Edition sind es zwei Redzone-Ticks fürs komplette Ausfahren bzw. komplette Einfahren. Auf der Java Edition sind es 1 bis 1,5 Redzone-Ticks fürs komplette Ausfahren bzw. fürs komplette Einfahren. Ist halt einfach so, ja. Das ist halt ein gewisser Unterschied. Gut, da haben wir hier natürlich die normalen Kolben. Die werden dazu verwendet, um Blöcke zu verschieben. Und klebrige Kolben haben den Unterschied, dass der Block, der direkt davor ist, wieder zurückgezogen wird. Übrigens, auf der Java Edition ist so ein exklusives Feature, was ursprünglich ein Bug war. Bei einer Signaldauer von weniger oder gleich einem Redzone Tick wird nur der Block geschoben. Ja? Das heißt, wenn wir hier einen Block da drauf haben und ein extrem kurzes Signal an den Kolben weiterleiten, dann wird der Block ausgespuckt. Der bleibt dann hier oben stehen, obwohl der Kolben sich wieder einfährt. Auf der Bedrock Edition lässt sich der Kolben Zeit und zieht den Block einfach wieder ein. Auf der Java Edition nicht. Ist ein bisschen inkonsistent, aber es ist auch ein geniales Feature. Ja? So werden auch Flying Machines, Flugmaschinen in der Java Edition gebaut. Auf der Bedrock Edition muss man das dann anders machen. So, dann haben wir hier den Kolben, der fährt natürlich aus, wenn man dem ein Redzone-Signal gibt, das haben wir hier, und schiebt den Block 1 nach oben. Und wenn er sich wieder einfährt, dann lässt er den Block dort und dann können wir das hier mit dem oberen Kolben wieder zurückschieben. Beim klebrigen Kolben, wie eben schon gesagt, der fährt sich aus, schiebt den Block nach oben und sobald das Signal aufhört, zieht er einfach den Block wieder zurück. Beide Kolben haben eine maximale Grenze von 12 Blöcken, die gleichzeitig geschoben werden können. Jeder zweite Block ist schwarz-weiß kariert, also ja, und jeder fünfte Block ist in rot markiert. Hier haben wir halt 5 Blöcke, darum haben wir 10 Blöcke und auch noch zweimal obendrauf 12 Blöcke. Ja? Das ist die maximale Menge an Blöcke, die von einem einzelnen Kolben geschoben werden kann. Das haben wir hier einmal mit dem normalen Kolben, der schiebt die alle nach oben ohne Probleme und sobald wir den wieder einfahren, können wir das wieder zurücksetzen von oben. Wunderbar. Und da haben wir hier das nochmal mit dem klebrigen Kolben. Der schiebt die natürlich nach oben und zieht den vordersten Block wieder zurück, wie ihr sehen könnt. Und wenn wir dann wieder nach oben gehen, können wir auch hier wieder das zurücksetzen. Wunderbar. Es gibt einige spezielle Blöcke und die kann man im Grunde in 3 Kategorien packen. Und zwar haben wir hier erstmal die riesengroße Gruppe von Blöcken, die einfach gar nicht verschoben werden können. Und dann glasierte Keramik, der einzige Block in dieser Kategorie. Die können nämlich verschoben, aber nicht gezogen werden. Ja? Wir haben hier einen klebrigen Kolben, wie ihr sehen könnt. Und der hat die glasierte Keramik rausgeschoben, aber nicht zurückgezogen. Ist an sich ein ziemlich gutes Feature. Damit kann man auf der Bedrock Edition deutlich einfacher
Flying Machines machen als vorher. Ja, vorher war es deutlich schwieriger, aber das macht es deutlich leichter. Dann schieben wir das mal wieder zurück. Und dann haben wir hier die ja, ganzen anderen Blöcke. Es gibt noch mehr. Schaut euch die Wiki-Seite an. Da sind wirklich viele dabei. Aber beispielsweise haben wir hier Blöcke, die aus Obsidian bestehen. Ja? Also Obsidian selber, weinender Obsidian, Leuchtfeuer, Nether, Anker und der Endportal. Also das Endportal gehört nicht wirklich dazu. Aber es hat mit dem Ende zu tun. Und im End gibt es Obsidian. Und ja, halt alles mit Obsidian plus halt Endportalrahmen, die können nicht verschoben werden. Da haben wir die ganzen Skulk-Sachen, die können auch nicht verschoben werden. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade finde, ich meine zumindest Skulk-Sensor und Calibrator Skulk-Sensor, die sollten verschoben werden können, aber naja, funktioniert halt einfach nicht, wie hier am Skulk-Katalyst sehen könnt, das funktioniert auch nicht. Und dann gibt es noch ein paar andere Blöcke, wie zum Beispiel Grundgestein oder Spawner, ausgefahrene Kolben, die zählen auch dazu und die können auch nicht verschoben werden. Ja? Das heißt, hier müsstet ihr den Kolben erstmal einfahren und dann den unteren ausfahren, damit das funktioniert. Und dann haben wir noch die dritte Kategorie, das sind dann klebende Blöcke und dabei haben wir den Schleimblock und den Honigblock. Und weil ich kein extra Quadrat für die machen möchte, habe ich das hier einfach mal hinzugefügt. Und zwar haben wir zuerst den Schleimblock, das ist der deutlich ältere Block von beiden. Der wird aus 9 Schleimbällen hergestellt und der Honigblock wird aus 4 Honigflaschen hergestellt. Da haltet ihr jeweils einen der beiden Blöcke. Hier haben wir dann den Schleimblock. Ihr seht, da ist ein kleiner fester Kern innen drin und außenrum ist es transparent. Beim Honigblock ist es auch sehr ähnlich. Der innere Kern ist ein bisschen größer und beim Honigblock sinkt man tatsächlich auch ein. Ja, das ist kein voller Block und man kann nicht besonders gut drauf springen, wie ihr seht. Wir kleben im Grunde drauf. Beim Schleimblock hingegen wird man tatsächlich wie so ein Gummiblock tatsächlich wieder nach oben geschmissen. Ganz genau. Jetzt aber zur eigentlichen Redstone-Funktion. Und zwar, wenn ihr Blöcke an einen Schleimblock oder an einen Honigblock dran macht, dann können die mitgezogen werden. Seht ihr hier der Kolben, der schiebt diesen einen Schleimblock und natürlich auch den da. Diese beiden Schleimblöcke ziehen dann umliegende andere Blöcke. Ja? In dem Fall Quarzblöcke, zweimal oben und zweimal hinten. Ihr müsst darauf achten, es ist immer noch nur ein Maximum von 12 Blöcken. Das heißt, wir haben hier 2, dann nochmal 2, das sind 4 und dahinter 6. Das heißt, hier haben wir schon die Hälfte von der maximalen Kapazität ausgenutzt. Übrigens, hier passiert absolut gar nichts. Ja, der Grundgesteinblock, der bleibt einfach dort stehen. Die Blöcke werden einfach darüber geschoben, das Grundgestein kann ja nicht verschoben werden und auch nicht gezogen werden. Also mit dem passiert absolut gar nichts. Hier haben wir das nochmal so. Man könnte sich ja vorstellen, der Kolben verschiebt einfach den Schleimblock und das war's. Tatsächlich passiert hier absolut gar nichts. Ja? Der Kolben will den Schleimblock schieben und der Schleimblock will diesen Block mitziehen. Dieser Block kann aber nicht verschoben werden, weil dort eben ein nicht verschiebbarer Block ist, in dem Fall Grundgestein. Dadurch kann dieser Block nicht verschoben werden, dadurch kann der Schleimblock nicht geschoben werden und dadurch fährt sich der Kolben dann einfach auch nicht aus. Ja? Also da passiert gar nichts. Und zu guter Letzt, Schleimblöcke und Honigblöcke kleben nicht aneinander. Die könnt ihr ohne Probleme aneinander vorbeischieben. Natürlich, wenn hier nochmal Blöcke außenrum dran sind, dann werden die mitgezogen, aber die gegenseitig können sich nicht ziehen. Wunderbar. Und das wäre dann auch so ziemlich alles, was man hier über die Kolben wissen muss. Und damit hätten wir es geschafft. Wir haben jetzt erstmal diese 5 interessantesten Signalempfänger abgehakt. Also Spender, Werfer, Trichter, Kolben und klebriger Kolben sind alle fertig. In den nächsten Folgen schauen wir uns dann die weiter hinten an. Die sind natürlich auch interessant, solltet ihr auf jeden Fall auch schauen, sind aber nicht ganz so wichtig wie die 5 hier. Also, das wär's dann mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!